Der Christian Roth ist 52 und lebt mit der Diagnose Schizophrenie. Medikamentös ist er gut eingestellt. Das bedeutet, die grossen Up and Downs sind vorbei. Aber manchmal hört er trotzdem noch Stimmen. Und es gibt auch Tage, wo er am Morgen fast nicht aus dem Bett kommt. Christian Roth wohnt in einer Zweier-WG in Winterthur. In seiner Freizeit nutzt er sein Zimmer gerne mal als Werkstatt. Ich mache Geduldsspiele, etwa 4-5 Sorten. Ich setze die zusammen. Früher habe ich alles selber gemacht. Und heute habe ich so ein Einzelfabrikat, das ich zusammensetze. Das bringt irgendwo noch ein bisschen Abwechslung. Mein Ziel war von jeder Sorte 20 Stück. Das habe ich jetzt fast erreicht. Wenn ich es jemandem verschenken kann, ist das natürlich schön. Meistens haben die Leute Freude. Auch wenn es etwas handgemacht, etwas selber gemacht ist, ist das natürlich schön zum Verschenken. Ich habe es auch bei uns im Lädeli, im Q-Design-Laden, habe ich die auch ausgestellt. Die kann man auch dort posten. Der Q-Design-Laden gehört zum Quellenhof. Das ist die Stiftung, in der Christian vor Jahren eine Therapie absolviert hat. Christian arbeitet an einem geschützten Arbeitsplatz des Quellenhofs und hat auch heute noch dort eine Betreuungsperson. Wöchentlich geht Christian mit seinem WG-Mitbewohner einkaufen. Ganz selten geht er aber auch mal alleine. In der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, ist manchmal schwierig. Wenn ich mental gut zu Werk bin, dann ist es nicht so ein Problem. Dann stört mich auch nicht, wenn irgendjemand etwas sagt über mich oder nicht. Oder wie auch immer. Aber wenn ich selber ein bisschen geknickt bin, dann fange ich schon an, so Stimmen zu hören. So gibt es einfach immer wieder 3-4 Sachen, die an mich herankommen, die ich irgendwo handeln muss. Und das kann ich schon ein bisschen besser als am Anfang. Schizophrenie heisst eigentlich Gespaltenheit, oder? Vergleichbar vielleicht mit dem, der im CVJM geht, in der Jungschar, und einen Jungschi-Namen überkommt. Solange du trennen kannst und weißt, du bist eigentlich der und nicht der, oder? Dann ist es gut. Oder? Auch wenn du jetzt Mühe bekommst. Oder? Und die Krankheit ist dann schwierig, wenn das verschwimmt miteinander. Oder? Dann wird es eben wirklich zur Schizophrenie. Oder? Die WG von Christian und Peter befindet sich in einer großen Überbauung. Christian lebt seit über 30 Jahren mit seiner Krankheit. Obwohl er mittlerweile viel darüber weiß, leidet er manchmal an der Unberechenbarkeit. Die Schwankungen sind meistens am Morgen. Wenn ich nicht mal aufstehe, dann wird es mir einfach zu viel. Oder? Dann muss ich meine Ferienmedi nehmen und dann ist es gut. Dann kann ich vielleicht eine halbe Stunde schlafen. Was dann manchmal auch wieder Schuldgefühl auslöst, oder? Weil du das Gefühl hast, ja, du darfst doch nicht. Ich probiere das schon, dass die Leute das nicht gross spüren, oder? Aber da ist es natürlich dann schwierig mit dem Peter zusammen und so, dass das dann halt eher schneller gespürt, oder? Christian nimmt seit über 30 Jahren Medikamente. Die Dosis hat sich verändert. Wichtig bleibt, dass er keinen psychotischen Schub erlebt und in die Klinik muss. Wenn du Medi hast, dann bist du halt auf die einfachen Sachen ein bisschen reduziert, wie Schlafen, Essen, Wäsche, Spiele machen und so. Das ist halt auf die einen Seite gut und auf die andere Seite halt ein bisschen schade, weil es raubt dir ein bisschen Kräfte, oder eigentlich. Es nervt, weil du fängst dich an vergleichen mit anderen, die Medi nicht haben und so. Also ich tue die Medi nicht absetzen, Weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe damit, weil ich nicht in die Psyche hocke. Ja, es gibt da doch halt auch gute Lebensqualität noch, und das ist eigentlich fast wichtiger. Ich denke, ich probiere es dann schon wieder einmal, weißt, sagen wir so in 2 Jahren oder so, wo ich denke, ja, vielleicht wäre es jetzt möglich, 200-300 Milligramm runterzugehen. Ja, aber im Moment ist es halt so. Christian arbeitet in der Jobarena der Stiftung Quellenhof. Ich bin in der Logistik tätig. Meine Lieblingsarbeit ist so Päckchen verpacken
und parat zu machen, versandfertig zu machen. Macht Spass und auch Bestellungen richten. Am schönsten ist natürlich, wenn es immer gerade aufgeht, oder? Wenn nichts fehlt und so. Jeden Morgen nimmt Christian an verschiedenen Gruppenworkshops teil. Am Nachmittag arbeitet er dann von 13 bis 17 Uhr in der Logistik. Ich komme gerne hierher zu arbeiten. Ich finde, die Arbeit ist abwechslungsreich und interessant. Anders als auch anderen geschützten Arbeitsplätzen, wo ich auch schon war. Die Struktur ist auch eine Krücke, gerade wenn es dir schlecht geht oder wenn du Schwierigkeiten hast. Dann ist es eben schön, wenn man erst am Nachmittag arbeiten muss oder so. Seit Sommer 2017 ist Dominik Pries die Bezugsperson von Christian. Sie kennen sich jedoch schon seit Jahren aus dem Quellenhof. Dominik betreut auch die WG. Ich begleite ihn im Wohnen oder das Coaching. Also das Begleiten ist es nur am Rand so, weil er ist mega selbstständig. Ja, und so sehen wir uns sicher einmal in der Woche beim Nachtessen und wir haben so alle zwei Wochen mal ein Gespräch. Daneben hat Christian auch regelmäßig Treffen mit seinem Psychologen, dem Hausarzt und einem früheren Betreuer. Die Selbstständigkeit von Christian hat sicher mit dem zu tun, dass er ganz, also verschiedene Personen hat in seinem Umfeld, die ihn unterstützen. Auch mal Sachen können, wieder mal an einem Ort deponieren, neuen Input überzukommen. Das und wo er halt sich dem auch immer wieder stellt. Also den Schwierigkeiten, die sind und nicht davonläuft, dann ein Gespräch will, sich darauf einlässt und ja, nicht wird flüchten, ich gehe jetzt einfach in die Klinik und so, sondern wirklich dort auch probiert. Und das ist, ja, also habe ich grossen Respekt davon, das, was er jetzt schon so lange macht, oder? Auch in der Freizeit hat Christian gewisse Strukturen. Samstags ist Radfahren mit seinem WG-Mitbewohner Peter angesagt. Ja, die Velotour machen wir eigentlich jede Woche. Außer das regnet gerade fest und dann sind wir eine Stunde, anderthalb unterwegs. Wir fahren ins Döstal hinterher, Kolbrunn. Und gehen eins schnappen und ja, tun etwas für die Fitness. Was mir gut tut, ist auch eben etwas spielen mit Peter und sonst. Und mal einen Western schauen oder auch bei den schrägen Vögeln mitmachen. Spielen im Theater und ja, so ein bisschen interaktiv. Das ist zwar eher eine Herausforderung, aber eine gute. Der Alltag ist manchmal ein bisschen ein Geduldsspiel. Und da ja, gilt es halt auch, bei dir sich zusammenzureissen und etwas zu machen. Was ich gelernt habe, ist, mit mir selber Geduld haben, barmherzig sein, 5 Grad sein lassen. Ich bin enttäuscht von Gott manchmal. Warum lässt er das zu? Warum muss ich da durch? Ich will eigentlich nicht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite muss ich sagen, habe ich auch gelernt zu sagen, okay, ich bin nicht Gott, Gott ist Gott, er weiß selber, für was das gut ist. Er muss sich nicht mir gegenüber erklären, es wäre zwar schön, aber er muss nicht.